Schwester. Okay, okay, schwör, Bruder. Okay, 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 cool. So, wir kommen zum nächsten Thema, was uns auch beschäftigt hat das Jahr. Und zwar the lack of knowledge. Und zwar das, ich kann auf Englisch besser sagen als auf Deutsch. Das Wissensbeinleck. Das Wissensbeinleck. Nein, das Problem ist, also was ich sehe bei der Generation, die jetzt kommt, die weiß nicht mehr so viel von früher, wie es damals war, wie es angefangen hat, wer die Pioniere sind. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil vom Tanzen. Ja. Also wenn ich jetzt von mir aus zum Beispiel gehe, wo ich angefangen habe, ich wollte alles über jeden wissen von damals. Ich wollte wissen, wer waren diese Amerikaner? Was, da waren Ungarer? Oh shit, da gab es noch Japaner, wer sind die? Wer hat diesen Move erfunden? Weißt du, ich war wie ein Schwamm und ich wollte so viel Knowledge, Wasser wie möglich aufsaugen. Verstehst du? Ja, ja, voll. Und jetzt manchmal frage ich so B-Boys, kennst du den B-Boy? Wer ist das? Bruder, ich krieg Schock. Habt ihr das Battle gesehen? Nein. Was ist das? Bruder, kann man Doppelschock kriegen? Geht das? Ich weiß gar nicht. Wieso entsteht sowas? Ja, ich denke, es ist heutzutage auch dieser Überschuss da. Du hast an jedem Eck hast du Workshop, du hast vor allen Dingen YouTube, wo du jede Sekunde Sachen abrufen kannst, von Tutorials bis zu Styles, bis wie du dich ankleidest, Make-up-Tipps und, und. Ja, aber genau, wenn du schon diese Quelle hast, Bruder, wieso schaust du nicht, wer als erstes da war? Weil das heutzutage auch fast niemand mehr interessiert, denke ich. Das ist doch nicht cool, oder? Weil die Leute, anscheinend weiß ja eh jeder heutzutage alles schon. Also ich weiß, zu meiner Generation hatte jeder so seinen Master. Also bei mir war es jetzt so. Wie meinst du den Master? Das heißt, du hast einen Lehrer gehabt oder halt dieser, aha, so Master. Dieser Mr. Miyagi, wo dich... Ich hab gedacht, Ausbildung. Ah. Bruder, ich hab Master gemacht. Popping-Tänzer mit Ausbildung. Popping-Master, ja. Nein, weil jeder hatte so seinen Master und der hatte halt diese Knowledge, wo er dir weitergegeben hat. So Mr. Miyagi Karate Kid-Style. Heutzutage höre ich vielen Leuten, ja, ich habe von YouTube gelernt. Ja, und YouTube sagt dir nicht, Bruder, ich habe diesen Schritt von da. Das ist das. Und ich denke mir so, wie willst du von YouTube lernen? Du schaust was und machst es eigentlich nach. Ja, und was auch sicher viel beiträgt, ist dieses, was du schon gesagt hast, es gibt überall Workshops. Das heißt, es gibt überall Tanzschulen. Aber die Lehrer, die Qualität... Er ist mager, mager, mager. Sein Vater... Also wenn ich höre, dass Tänzer unterrichten, die 2 Jahre selber tanzen. Ja. Also, natürlich, ich muss den Typ mal kennenlernen, schauen, wie er tanzt und alles, oder? Aber im Grunde genommen kann das gar nicht klappen. Ja. Was willst du in 2 Jahren gelernt haben, um weiterzugeben, sozusagen? Ja, ja, das ist so. Weißt du, was ich meine? Ja, und es ist... Man muss... Also jetzt, das, was wir machen, ist ein Street Dance. Und das kommt, es ist ein Street-Style, wo du nachher in eine Tanzschule reinpackst, aber du kannst es nachher nicht als Tanzschule verkaufen. Du kannst nachher nicht Street-Dance auf Tanzschulen-Level unterrichten. Das eine ist eine Kultur und das andere ist ein Business. Und wenn du beides unter einem Hut packst... Ja, wie willst du mit Kultur Business machen? Das ist das Problem, mit Kultur Mastercard-Business sozusagen. Das ist der Punkt, wo nachher wieder dieser Knowledge-Lag kommt. Dass man Sachen gar nicht mehr... Ich meine, es heißt eigentlich eine Tanzklasse. Mhm. Das heißt, ich gehe eigentlich hin zum was lernen. Aber wenn jetzt der Spacko-Lehrer vor mir nur eine Routine von 1 bis 8 runterlabert, dann denke ich mir, was habe ich jetzt gelernt, außer von 1 bis 8 zählen. Aber es gibt Leute, die sich für das nachher Tanzlehrer nennen. Wie lange hast du getanzt, bevor du unterrichtet hast? Boah, ich habe mein erstes Mal geteacht mit 2006 und ich habe angefangen 98. 8 Jahre? Ja. Yeah. Bei mir waren es, ich glaube, auch so 9 Jahre. Klar, du hast irgendeinem Homie ein paar Schritte beigebracht, aber du warst nicht angestellt in der Tanzschule. Nein, da habe ich das erste Mal Geld dafür gekriegt, ja, voll, dass ich mir Six-Step zeige. Ja. Ja. Und ich muss sagen, du hast ja, was haben wir gesagt, 2006? Ja, 2006. Jetzt ist 2018 bald. Ja. Das heißt, du unterrichtest ja schon seit 12 Jahren, oder? Ja. Ich habe irgendwie nur 3 Jahre unterrichtet. Ich musste selber mir eingestehen, dass... ich habe das Schluss am Ende blöd gesagt, nur fürs Geld gemacht. So. Weißt du, also Geld gemacht. Ich bin dorthin gekommen, ich habe unterrichtet, oder? Ich habe den Leuten ihre Schritte gezeigt, habe ihnen gezeigt, wie man damit arbeiten kann und so weiter, oder? Ja, voll. Aber
Das Ding, denke ich mir, ist, wenn du unterrichtest und du hast deine Schüler, die jedes Mal kommen, du solltest mit denen eine Verbindung eingehen, sozusagen. Weißt du, das sollte nicht nur sein, ich bin dein Lehrer, du bist mein Schüler, ich nehme dein Geld, ich zeig dir tanzen. Nein, ich nehme dich mit dorthin. Wir gehen dort zusammen hin. Wir machen das. Du erziehst sie. Sozusagen. Das ist das. Ich habe das bei mir nicht so gesehen, weißt du, dass ich mir... Aber wie alt warst du? Was habe ich gesagt? 2009. Da war ich so 22, 23. Ja, aber das ist auch so ein Alter, wo du einfach ausprobierst, machst und. Auf jeden Fall, ey, ich bin sehr glücklich, dass ich das probiert habe. Auf jeden Fall. Aber ich, ich muss sagen, es war nichts für mich. Weil ich habe nicht diese Zeit investiert, denke ich, die man investieren sollte. Ja, aber ich glaube, das kommt auch mit dem Alter so, dass du ein gewisses Gefühl hast, du musst wie so die Kids educate, weißt du, denen beibringen, hey, von wo kommt der Scheiß, wer hat den Scheiß erfunden, weißt du, ich meine, das ist ein bisschen, wenn du wie so in dem Alter bist, wo 20 bist, du bist eh noch Selbstfindungsphase, checkst gar nicht, was du überhaupt willst in deinem Leben und so, und dann schaust du eigentlich mehr so, ah, voll geil, ich komme 200 Stutz pro Abend über, voll geil, morgen mache ich es gerade nochmal, weißt du, aber ich finde halt, also ich habe dort schon auch, ich habe dort schon auch Knowledge geteacht, weißt du, weil, Bro, du musst dich jetzt sicher nicht alles entschuldigen. Nein, ich entschuldige mich ja nicht, ich sage nur, so ein Wichser. Nein, jetzt rede ich ernst und er nimmt mich so von... Nein, was ich auch will sagen ist, das Einzige, was eigentlich nicht cool ist bei dieser ganzen Sache, dass so Young Cats Unterricht geben, die machen so ein bisschen das Business kaputt. Also weißt du, wie so gegenüber diesen, ich sage jetzt mal, Lehrer oder Tänzer, die schon sehr lange im Game sind und danach plötzlich dann so ein kleiner kommt und dann plötzlich einfach für die Hälfte unterrichtet und denen wie die Schüler blöd gesagt wegnimmt. Oder das ist dann halt wie so, ist einfach nicht so cool. Ja, richtig. Ja, nur weil er weniger Geld nimmt, verstehst du? Genau. Ja, du hast dieses Sellout. Du verkaufst was billiger. Und heute, weißt du, was für mich auch immer schwer ist? Zum Beispiel, das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt. Ich habe Klassen übernehmen müssen. Mhm. Und davor war das ein Jazz oder Contemporary Class, wo versucht hat, Hip-Hop zu machen. Und der hat seine Schüler, keine Ahnung, 5-6 Jahre. Ich weiß, wo er gelernt hat. Er hat von dieser Frau gelernt in YouTube. Weißt du welche? Tobe, jo. Diese mit kurzen Haare. Hip-Hop. Diese mit kurzen Haare, Bruder. Hip-Hop. Ja. Yeah. Ihr seht jetzt nicht unsere Bewegungen, liebe Zuhörer. Ja. Yeah. Mein Gott. Ja, bitte erzähl weiter. Auf jeden Fall, jetzt stell dir vor, du kommst hin und du hast deine... Eieiei. Oh, what the fuck happened? Mikrofon zerstört. Joel. Michi an Joel. Michi an Joel. Mikrofon ist runtergefallen. Kommen Sie schnell. Joel, kommen Sie bitte. Ich brauche Kran. Aber erzähl weiter, Mike. Oh wow. Ah, jetzt sieht es aus wie bei den Söhnen von Mannheim, wenn sie da auf dem Stuhl hocken mit Mikrofon. Bevor du. Also, ich kann geholt. Ja, also, was ich sagen wollte ist, stell dir vor, du hast jetzt jemanden vor dir gehabt, wo geteacht hat, Hip-Hop, aber er kommt aus dem Contemporary Jazz, Funky Jazz, keine Ahnung, wie man den heute alles sagt. Null Flavor. Und der hat seine Schüler gehabt für 8-9 Jahre und der geht weg und die Schüler bleiben und die erhoffen auf. Die hoffen nach auf dich, dass du ihnen genau das Hip-Hop zeigst. Was er ihnen gezeigt hat. Genau, und jetzt kommst du mit einer Knowledge, was du irgendwie dir angeeignet hast von Leuten, wo Popmaster Fable und. Und du kommst dort rein, du erzählst deine Stories und kein Mensch glaubt dir. Ja, weil sie das gar nicht kennen. Weil du 8-9 Jahre lang gebrainfickt worden bist von Leuten, wo. Ey, bitte sag nicht ficken, wir sind in der Radio. Ficken. Ficken. Das kannst du sagen, ja. Weißt du, was ich meine? Und Es ist wirklich. Nein, also ich würde euch das wirklich ans Herz legen, liebe alle Tanzlehrer, die das jetzt hören. Und alle Leute, die Tanzlehrer kennen und das hören. Sagt es ihnen, die müssen Knowledge lernen. Also als B-Boy musst du Battle of the Year, die Finals, die musst du kennen. Du musst jedes Final von 2000 bis 2007 Minimum kennen. Battle of the Year. Bruder, das musst du kennen. 99 hat Ungarn gewonnen, das musst du wissen, Bruder. 98 hat Rockfuss gewonnen, das musst du wissen. Aber weißt du, was IB 2004. Was mich zum Beispiel jetzt auch interessiert, was ich so als Knowledge finde, ich meine, warum läuft ein B-Boy so, wie er läuft? Ah, Bruder! Warum dressed sich warum ein B-Boy? Warum haben wir so Flavor, Bruder? Das ist, warum, Bruder? Ich meine, wenn du tanzt ewig lang und du weißt das nicht, dann, sag mir, dann fehlt dir doch ein Stück von der Kultur, wo du auch im Tanz. Also sag du uns, Mike, wo kommt das, Bruder? Was? Warum? Kommt von den Farbigen, oder? Was? Kommt denn von den... Also was jetzt, wie sie so laufen? Yes. Bro, warst du in der Bronx, dann weißt du ganz genau, warum B-Boys sich so verhalten. Schon, gell. Wo ich in der Bronx war und ich gesehen habe, wie Leute rumlaufen, war für mich klar, warum B-Boys so tanzen. Ja, für B-Boy gibt es auch eine Definition, die heißt Bronx Boy. Bronx Boy, yes. Genau, aber das Verhalten, wie sie ihre Hände haben, die Gestiken und, das ist alles, warum B-Boys...
warum B-Boys nachher so tanzen und diesen Style haben. Wenn ich Popping Boogaloo anschaue, dieses LA-Feeling, das kommt, weil die Leute dort sind, dieser Dresscode, was du hast beim Tanzen und. Das ist diese ganze Knowledge, was da dazu gehört, dass du weißt, wie du dich in diesem Tanz repräsentieren kannst. Ah, jetzt kommt echt der Kranich. So, ja, und wenn du Jugo bist, das hilft natürlich auch. Oder? Hauptsache Trainer. Also Jugos haben schon was von Bronx, oder? Hat was. Oder? Yes. Nicht? Okay, Themawechsel. So, der. Nur weil wir über Jugos reden, er fühlt sich ausgeschlossen. Ja, Bro. Ey, wenn ihr gerade zuschaut, macht einmal Hashtag das Jahr der Jugos, bitte. Für den Obi. Hashtag das Jahr der Jugos. Wenn ihr wollt, macht's noch. Bruder, Bruder. Bruder.